Ich bin Babi Markovic. Hauptsächlich schreibe ich Prosa und da kenne ich mich am besten aus, aber ich würde alles versuchen. Und ich schreibe auch inzwischen hin und wieder fürs Theater. Hörspiele habe ich schon probiert. In der ersten Klasse Grundschule habe ich schon gewusst, das ist, was mich interessiert. Also offenbar war ich immer angezogen von Geschichten. Und ja, also ich wusste damals schon mit 7, ich gehe in die Neigungsgruppe Literatur. Ich dachte, ich habe vielleicht da ein gewisses Talent. Und da ich noch keine weiteren Talente bei mir entdeckt habe, bin ich quasi dabei geblieben. Meine Texte bewegen sich auf so einer Spanne zwischen Verzweiflung und Humor, zwischen Gesellschaftskritik und Eskapismus, wo eigentlich alles hineinpasst. Auf einmal blinzelt sie und sagt Danke. Gleichzeitig beginnt sie mit einer unfassbaren Geschwindigkeit zu tippen. Danke, sagt Mini. Danke für diese Geschichte. Es ist ein Ding bei mir, also Stellen, Schimpfen und Spielen sind so drei Haupthandlungen von mir als Autorin. Aber ich schrecke nicht davor zurück, im Rahmen der Materialsammlung einen halben Satz von jemandem einfach zu nehmen. Und dann verändere ich es jetzt sowieso immer. Ich finde, Texte sind zum Teil auch die Welt. Und ich würde alles aus der Welt nehmen und es in ein Buch tun. Und das mache ich auch mit Texten. Es geht tatsächlich niemandem um uns. Aber uns geht es extrem um uns. Diesen Beruf auszuüben, also zu schreiben, heißt im Grunde mindestens 7 verschiedene Jobs gleichzeitig haben, die voneinander nichts wissen und nie gehört haben. Und deswegen schaut es, habe ich das Gefühl, immer von außen etwas einfacher aus, als es ist. Es ist ein Chaos, aber es ist ein lustiges Chaos bis jetzt noch.